Berlins Wirtschaft boomt und das unter anderem auch, weil wir Gründerhauptstadt sind. Die Start-ups sind auch wichtige Impulsgeber für traditionelle Firmen und die wiederum können den jungen Gründern mit ihrer Expertise unter die Arme greifen. Damit es hier aber nicht so läuft wie bei den Königskindern, dass nämlich was zusammenkommen will und nicht zusammenkommen kann, muss diese Symbiose unterstützt werden. Und unter anderem deswegen gibt es den Demo Day, der in diesem Jahr veranstaltet wird in Schöneberg auf dem Campus der Hochschule für Wirtschaft und Recht. 29 Hochschul-Startups präsentierten sich beim dritten Demo Day mit ihren Innovationen und zeigten, dass die Zeiten, in denen im Elfenbeinturm vor sich hingeforscht wurde, längst der Vergangenheit angehören. Sie und ihre Ideen sind es, die den Standort Berlin auch wieder für die großen Player der Industrie attraktiv machen. DAX-Unternehmen an die Spree bringen, weil hier die Zukunft lockt, nämlich wissenschaftliches Potenzial, mit dem man auf dem Weltmarkt punkten kann. Um diese erfolgreiche Symbiose zu stärken, wurde vor 2 Jahren der Demo Day von Begründet, dem Gründungsnetzwerk der Berliner Hochschulen und der Wirtschaftsagentur Berlin Partner ins Leben gerufen und das mit wachsendem Erfolg. Ja, der Demo Day, langsam füllt es sich ja im Hintergrund, man hört es, wird extrem gut angenommen. Wir sind das 3. Mal hintereinander, wo wir gemeinsam mit den Hochschulen Startups und etablierte Unternehmen zusammenbringen in der Stadt. In diesem Jahr mit 29 Startups und in den vergangenen Jahren konnten wir wirklich viel Kunden und Zulieferer auch für die Berliner Startups finden und das freut uns natürlich. Was passiert hier denn genau? Also wir sehen hier eine Ausstellung, wo sich die Startups präsentieren können, aber Sie haben ja noch mehr auf der Agenda heute. Ganz genau. Also wir haben verschiedene Programme, die parallel laufen. Zum einen für die Startups natürlich sehr interessant, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und schnell weiter wachsen will, dann ist man ein sogenanntes Scale-Up-Unternehmen. Und auch dort haben wir heute einen Vortrag, was es eigentlich zu beachten gibt, wenn eine Organisation größer wird. Mit 10 Personen braucht man vielleicht noch keine große Organisationsstruktur, aber wie ist das, wenn man 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat? Da muss man schon andere Prozesse aufsetzen. Das ist der eine Strang. Der zweite Strang ist, dass wir ein Partnering-Format haben, wo wir im Vorfeld schon dafür gesorgt haben, dass die etablierten Unternehmen, also die Gäste, rund 100 Gäste, die wir heute hier haben, sich tatsächlich auch Zeit finden, mit eins der 29 Startups sich zu unterhalten und herauszufinden, ob man zusammen Geschäfte entwickeln kann. Und davor haben wir natürlich noch eine kleine Power-Talk-Runde, wo auch der Staatssekretär, der für Wissenschaft verantwortlich ist, und Herr Zabi, der Präsident der Hochschule, und ich Rede und Antwort stehen, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Sie haben das ja auch schön unter der Überschrift Speed-Dating, dass man eben hier Kooperationen anregt. Wenn man ein Speed-Dating macht, Herr Franzke, dann braucht man aber auch die, die zusammengehören. Das heißt, man braucht die Start-ups, die dann auch zu den etablierten Unternehmen passen von ihrer Innovation her. Wie läuft das im Vorfeld? Suchen Sie sich die Start-ups danach aus und auch die Gäste, die Sie dann einladen? Das ist in der Tat so. Wir fangen an sehr früh mit den Planungen und reden mit dem Begründet-Netzwerk, also dem Netzwerk von den Berliner Hochschulen und Universitäten, die die Startups mit begleiten, und wir clustern es. In diesem Jahr haben wir viel aus dem Bereich Life Science, viel aus dem Bereich IT-Dienstleistungen und auch Hardware. Das liegt uns sehr am Herzen. Und nachdem wir so eine 20% der Startups haben, sorgen wir dafür, dass wir dann auch die Etablierten matchen. Dann sehen wir bei den Etablierten, wie viel dort kommt, wo das Interesse ist. Und dann füllen wir das Füllhorn bei den Startups wieder auf. So gehen wir iterativ vor. Das heißt, die eigentliche Arbeit ist im Vorfeld und heute werden die Früchte geerntet. Dass aus einem Forschungsprojekt an der Uni ein Unternehmen wird, ist jedoch wahrlich kein Selbstläufer. So gilt es, die unterschiedlichsten Hürden zu nehmen, die nicht immer zur Kernkompetenz von Studenten gehören. Hier greift das Netzwerk der Berliner Hochschulen Begründet. Wir versuchen in der sehr frühen Phase die Studierenden und die Alumni zu unterstützen. Das Netzwerk ist praktisch ein Zusammenschluss von allen Hochschulen und Universitäten hier in Berlin. Und wir solche großen Veranstaltungen wie der Demo Day, die machen wir alle zusammen. Aber die eigentliche Unterstützung findet praktisch in den einzelnen Hochschulen statt. Und das ist ja die Frage, wo fängt man da an? Und das fängt bei uns tatsächlich in der
Lehre schon an. Wir nennen das Entrepreneurship Education und versuchen halt allen Studierenden mal so ein Fenster aufzustoßen Richtung Gründung. Weil in Berlin und ich glaube auch in Deutschland ist es schon der Klassiker, ich arbeite im großen Corporate. Und wir möchten halt sensibilisieren in der Lehre und anschließend gibt es die praktische Gründungsförderung, wo wir die Teams unterstützen mit Workshops, mit Arbeitsplätzen und natürlich auch mit Laboren. Das heißt, Sie sind dann aber auch die richtige Adresse für so ganz profane Geschichten, wie zum Beispiel, wo bekomme ich Fördermittel her? Wie kann ich das alles finanzieren? Genau. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also wo kommt die Finanzierung her? Da unterstützen wir. Aber vorher schauen wir, gibt es halt einen existierenden Prototypen? Gibt es einen ersten Zugang zum Markt? Also wurde das mal getestet? Und wir nutzen halt das Lean Startup-Verfahren, um einfach mal zu schauen, geht das in die richtige Richtung? Also man ist, glaube ich, sozusagen jetzt schon einen Schritt weiter als vielleicht vor 10 Jahren. Da hat man im Keller halt sehr viel entwickelt. Wir testen halt sehr viel im Vorfeld und dann gibt es natürlich auch dementsprechend die Förderung. Wie open-minded sind denn da die Universitäten auch in Berlin? Also ist es so, dass das auch von den Universitäten durchaus unterstützt wird, diese Start-up-Szene? Oder ist man da eher noch in seinem Forschungs-Closed Club, sage ich mal? Also wir von der Hochschule für Wirtschaft und Recht haben halt sehr großes Glück, weil unser Herr Professor Zabi ist der Präsident und er war selber halt Gründer. Er hat selber ein Startup in den USA gehabt und er ist also wirklich derjenige, der es vorantreibt. Also da müssen wir von unten gar nicht viel machen, sondern es kommt von der Hochschulleitung direkt. Ich kann jetzt sozusagen als Netzwerksprecher für die HWR sprechen. Ich denke, an den anderen Universitäten ist eine ähnliche Entwicklung. Also wir wollen einfach diese Hauptstadt-Feeling auch Richtung Gründung weiter vorantreiben und das merkt man halt sehr stark. Kann man da schon sagen, dass so eine Universität wie die Stanford University in Kalifornien beim Silicon Valley, die ja sehr darauf ausgerichtet ist, dass innovative Startups aus ihr heraus entstehen, dass die so als Vorbild dasteht oder will man so weit gar nicht gehen? Ja, als Vorbild kann man das auf jeden Fall nehmen, aber wir gucken auch in andere Richtungen. Also wir gucken sehr stark Richtung Tel Aviv, da entwickelt sich auch wahnsinnig viel und wir versuchen halt diese Leute zusammenzubringen. Also auch New York als Gründungshub auf der Welt. Wir versuchen halt diese ganzen verschiedenen Hubs zusammenzuführen, die zu vernetzen und ich glaube, das ist weniger, dass wir da uns was abgucken wollen, sondern wir wollen einfach zusammen mehr erreichen. Sie haben es auf alle Fälle geschafft. Die jungen Wissenschaftler vom TU-Startup Cellbricks. Sie entwickeln 3D-Bioprinter zum Drucken von Mini-Organen und lebendem Gewebe. Im ersten Moment entsteht ein relativ frankensteinartiges Bild wahrscheinlich vor Ihrem inneren Auge. Der Wissenschaftler, der bei Blitz und Donner an der Orgel sieht und es erhebt sich eine Kreatur. Aber bei uns ist es eher technischer. Wir haben einen 3D-Drucker gebaut, mit dem Mini-Organe gebaut werden können. Ich kann Ihnen das Ganze mal demonstrieren. Das sind relativ kleine Schnipsel, wie Sie das hier sehen, die die physiologische Funktion der Leber oder der Haut nachahmen. Das heißt, es ist noch keine volle funktionsfähige oder transplantierbare Leber, sondern es ist ein funktionsfähiger Teil der Leber, die Funktion der Leber quasi nachahmt. Das heißt, anhand dieses Mini-Organs kann ich dann aber zum Beispiel Medikamente ausprobieren? Genau. Der Sinn des Ganzen ist einfach, dass man den Tierversuch abkürzt und direkt in einem menschlichen Organ, in Anführungszeichen, also einem synthetischen menschlichen Organ, das Arzneimittel sofort testen kann und somit die Arzneimittelentwicklung beschleunigt und auch verbilligt. Wie weit sind wir denn jetzt noch davon entfernt, aus diesem Mini-Organ mal große Organe zu machen, die man auch transplantieren kann? Das transplantierfähige Organ ist natürlich das, was uns alle antreibt. Also natürlich möchte ich irgendwann die funktionsfähige Leber, das funktionsfähige Herz in der Hand haben. Aber der Weg dahin ist noch relativ weit. Also es dauert wahrscheinlich noch so, wenn ich schätzen muss, würde ich so auf so 10 Jahre tippen, sowas in die Richtung. In der Zwischenzeit bauen wir einfach funktionsfähige Schnipsel oder funktionsfähiges Lego und versuchen das immer größer zu bauen, immer größer aufzubauen. Ich hoffe, dass wir eines Tages aus einem ganzen kleinen Baustein dann das komplette Herz bauen können. Nun sitzt sie ja hier heute auf dem Demo-Day, um Kontakte zu knüpfen mit großen etablierten Unternehmen, die ihre Innovationen spannend finden. An wen richten Sie sich da? Alleine an Unternehmen aus dem pharmazeutischen Bereich? Die Pharmazie ist natürlich der erste Ansprechpartner, aber da gibt es natürlich auch darüber hinaus Leute wie oder Firmen wie die Kosmetikindustrie, die keine Tierversuche mehr machen darf. Es gibt die Chemieindustrie, die ihre neuen Produkte neu zulassen muss. In diese Richtung und natürlich auch die etablierte Medizin. Wie ist da bislang die Resonanz? Haben Sie da schon Fühler ausgestreckt?
Ja, natürlich. Spannendes Thema. Wir haben jetzt erste Pilotkunden an Bord, die mit uns gemeinsame Entwicklung vorantreiben. Und ich hoffe, dass es weiter auch mit Ihnen jetzt vorantreiben kann, um mehr Pilotkunden für uns zu finden. Genau. Herr Kluge, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also wie sind Sie als Student auf die Idee gekommen, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann auch mit dieser Idee? Das ist im Rahmen meiner Doktorarbeit passiert an der TU Berlin. Das war für mich völlig klar, dass man das machen muss, oder dass die Idee war für mich völlig offensichtlich. Ich werde häufiger gefragt, wie bist du darauf gekommen? Aber das war völlig offensichtlich. Das war im Laufe der, Anfang der oder Mitte der 2000er, als gerade diese 3D-Druckerwelle für den Hausgebrauch groß wurde und durchs Internet schwappte, nenne ich das Ganze mal. Und da ist einfach die Idee entstanden, okay, das kann man auch in der Biotechnologie einsetzen, um zum Beispiel Organe zu entwickeln. Und darum habe ich einfach angefangen, in meiner Doktorarbeit so meine ersten Drucker auf dem Küchentisch zu bauen und zu entwickeln. Und das hat so gut funktioniert, dass ich jetzt heute vor Ihnen stehe. Und wie lief die Unterstützung auch seitens der Uni? Denn die braucht es ja, denn allein auf weiter Flur kann man schlecht so etwas aus der Taufe heben. Das ist richtig. Also der Moment, wenn Sie zu jemandem gehen und sagen, ich möchte jetzt 3D-Drucker für Organe bauen, dann stellen viele Leute ihren Stuhl schon mal ein Stückchen tiefer. Aber ich bin sehr dankbar, dass sich die TU Berlin da das Ganze angenommen hat und gesagt hat, wir unterstützen dich dabei auf diesem Weg, der vielleicht ein bisschen länger ist. Aber wir sehen da eine große Chance und wir werden dir da weiterhelfen. Da bin ich total dankbar, dass die TU Berlin da so einen Spinner wie mich in Anführungszeichen angenommen hat. Die 29 Hochschul-Startups, die sich auf dem Demo Day in Schöneberg präsentierten, stehen beispielhaft für eine Erfolgsgeschichte, die sich inzwischen auch in bemerkenswerten Zahlen widerspiegelt. Laut einer gemeinsamen Studie von 9 Berliner Hochschulen und der Universität Potsdam beschäftigen Hochschul-Startups aus der Hauptstadtregion 22.000 Mitarbeiter und erwirtschaften 3 Milliarden Euro. Insgesamt haben sich in den letzten 20 Jahren rund 1.000 Unternehmen aus Hochschulen heraus gegründet. 400 Gründungen allein seit 2010. Rund ein Drittel der Ausgründungen arbeiten mit Kooperationspartnern aus der Industrie zusammen.